Willkommen zurück zu Let's Play Banished. Die Nordoffensive, der Nordausbau geht weiter. Wir haben uns zurückbesinnt auf die zweifache Spielgeschwindigkeit. Geschuldet ist dies den Frame-Einbrüchen und der Erkenntnis, dass doch das so wesentlich ruhiger abgeht, dass es nicht ganz so anstrengend ist. Während hier Wolle, Kohle und Aale zu verkaufen sind, da wir davon aber nichts nehmen. Wir sagen tschüss. Apropos, da fällt mir ein, ich könnte hier den restlichen Platz dafür nutzen, um hier nochmal ein wenig mehr Alkohol zu brauen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Während hier oben ja, sollen noch ein paar Häuser vielleicht entstehen. Ne, ich glaube, da werden keine Häuser entstehen. Ich glaube, den Rest mache ich einfach nochmal mit schönen Feldern oder Ortscharts, je nachdem. Ich schaue gerade nochmal kurz, aus was ich alles Sachen brauen kann. Berries, Cherry, Peach, Plumpier, Wheat. Okay, Wheat wäre eine Möglichkeit, dass wir, würde ich Felder bauen. Ich könnte aber auch mit Pierce Alkohol brauen. Ich habe hier ein großes Alkoholbraugebiet. Wie viel? Das kann man ganz einfach nachschauen. Ich habe Brewer, 6 Stück. 2 befinden sich hier. Die hier wird komplett aus Peaches, wenn ich es richtig habe. Genau, hier wird aus Peaches der Ale gewonnen. Dann habe ich dort welche. Und hier unten habe ich aus Cherries. Dann würde ich sagen, machen wir da oben nochmal ein Gebiet, wo wir komplett aus Birnen, also aus Pierce, uns den Alkohol brauen. Dann, wenn ich das richtig sehe, bricht uns gerade so ein bisschen die Alkoholzahl, Menge ein. Bei dem, und ja, das geht ein wenig runter. Dem wollen wir entgegenwirken. Das heißt, hier oben werden jetzt gleich ganz viele Sachen entstehen. Ah, ich habe hier den Market. Dieser Market begrenzt es ein wenig, beziehungsweise man sieht es auch automatisch, wo es begrenzt ist. Das heißt jetzt, wir fangen etwa hier an, auf der Höhe, damit wir hier vernünftig bauen können. So, machen hier 10×15 Felder. 1, und da geht es natürlich wieder nicht. Das war so klar. Moment mal, da ist das Feld. Und da ist der Berg, der uns sagt, nein, hier kommst du nicht rein, hier wird nicht gebaut. Apropos, ich habe vergessen, hier natürlich noch ein paar Minen vorzusehen. Ich muss ja auf dauerhaft planen und dann fehlt mir hier gerade so eine Mine. So, da geht keine. Aber hier könnte ich eine bauen. So, hier kommt eine Mine hin. Hätte ich hier gerne noch eine Mine mehr. Und da wird... Oh, da geht auch noch eine hin. Sehr gut. So, hier nochmal 3 Minen. Weil das ziemlich blöd ist, weil natürlich hier dann ich denen noch ein bisschen was abgrabe. Egal. Wir machen es jetzt einfach so. Okay, da kommt dann der entsprechende Weg davor lang. Hier. Damit ich ungefähr weiß, wo ich denn hier lang muss. Hier geht's nicht. So, hier ist der Weg. Okay, und dann kann ich hier nochmal den Weg entlang machen. Wunderbar. So, das markiert mir jetzt, wo ich bauen kann und wo nicht. Den Zwischenraum, da werde ich nochmal ein paar Storage Barns hinstellen. So, 1. Ja, es ist nur eine Storage Barn, die hier hinkommt. Der Rest wird dann doch mit Häusern, glaube ich, bestückt. Wenn ich hier noch ein Haus hinkriege. Hier würde 1 passen. Ja, hier passt 1 Haus hin. Ja, okay, dann reicht es auch schon. So ist es wunderbar. So, wenn ich hier schon so massiv dann die Sachen ausbaue, würde ich, glaube ich, hier erst nochmal eine Reihe Storage Barns hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Storage Barns. Wunderbar. Jetzt kann er ja eigentlich auch weiterlaufen lassen. Hier stört ja keinen. Entschuldigung. So, da eine Reihe Storage Barns. Jetzt muss ich mir überlegen, wo baue ich die Tavernen hin? Die Tavernen finde ich hier.
Sie haben theoretisch die gleiche Größe wie eine Storage Barn. Ich habe sie auch vollkommen falsch gebaut, wie ich es gerade sehe. So, Storage Barn weg. Auf ein neues. Ich baue sie doch in dieser Orientierung. Das ist doch schöner. So. So, dann lassen wir einen Platz frei. Das sind nämlich genau 15. Das passt. So. Jetzt. Moment, nein. Das wird anders gemacht. Einmal retour. Hier würde ich dann doch gerne in der Art und Weise dann hier und hier die Tavernen hinbauen. Ah, und bevor ich jetzt irgendwas verbocke, erst wieder schließen. Soll nicht sofort gebaut werden. Jetzt kommen da die Orchards hin. Hier in 10 mal 15 und hier noch einmal 10 mal 15. Wunderschön. Hier ist ein mit einer freigelassen, damit hier wieder in 10 mal 15 Manier gebaut werden kann. So. 10 mal 15. Wunderschön. Jetzt könnte ich hier nochmal einen Satz Storage Barns hinbauen. Das werde ich auch tun. Die Storage Barns. Hi. Hier lasse ich einen Platz frei. Das ist etwas schöner. Schließt es hier auch wunderbar ab. Sehr schön. So, Storage Barns, Storage Barns, Storage Barns. Sehr, sehr gut. Early Summer. Habe ich jetzt eigentlich was gebaut im Frühling? Ich glaube nicht. Hm. Ach komm, machen wir den Pasture auf. Und den auch nochmal. Dann habe ich hier ein bisschen was zu bauen. Oh doch, ich glaube, ne, Moment, Moment, ich glaube, ich habe was gebaut. Durch die Folgenpause bin ich, glaube ich, etwas verwirrt. Egal. Also, hier sieht es wunderbar aus. Und wahrscheinlich auch durch die langsamere Geschwindigkeit, das ist es wahrscheinlich hauptsächlich. Jetzt will ich hier noch mehrere Pastures haben. Das heißt, noch mehrere, noch mehr. So, hier endet das Feld, dann kommt hier ein 10x15 hin. 10 mal 15 und 10 mal 15. Sehr schön. Wunderschön. Hier entsteht jetzt, was können wir hier in den Zwischenraum bauen? Wenn ich hier ein 15er mal 10 mache, sieht es gut aus. Und hier auch nochmal ein 10 mal 15. Schön sieht das aus. So, dann machen wir hier noch ein letztes Feldchen hin. Auch, wieso geht es da nicht? Da ist ein Berg im Weg anscheinend. Oder was auch immer. Ja, das scheint ein Berg im Weg zu sein. Dann gibt es hier nochmal ein 10x15. Und dann reicht es, glaube ich, auch mit den Feldern hier. Dann haben wir da erstmal wieder eine ganze Menge geschafft. Super. Super, super. Der Teil hier hinten wird, glaube ich, auch noch freigeräumt. Ja. Jetzt muss ich überlegen, wo ich jetzt hier noch ein paar Häuser hinbaue. Ich meine, ich habe hier eigentlich genug Häuser geplant, aber ja, man kann ja nie genug haben. Zum Beispiel für diese Leute hier, gut, das grenzt hier alles relativ gut ab. Dann werden wir dort hinten in dem Bereich noch ein paar Häuser bauen. Dann sieht das so alles gut aus. Dann bin ich da auch ganz zufrieden. Jetzt brauche ich hier allerdings noch einen ganzen Satz mehr Arbeiter. So, 55 Arbeiter. Super. Super, super. So, hier wird fleißig geackert. Hier noch ein paar Häuser, die noch nicht gebaut sind. Wie sieht es denn hier aus? Hier wird auch fleißig gearbeitet, eindeutig. Scheint so. Ja, da ist noch Platz für Häuser. Ha, dann kommen da ein paar Häuser hin. Komm mal her, Leute. Hier, ich sehe, ihr habt hier noch Platz. Dann wollen wir diesen Platz nutzen. Und hier ein paar Häuser hinstellen. Vor allem für die Leute, die dann da im Wald arbeiten müssen, haben sie einen schönen kurzen Weg. Können sich in der nächsten Stadt dann mit ihrem mit Alkohol versorgen. Das ist doch schön. So und so. Oh, ist das schön. Hier Kirche im Wald. So muss es sein. Ja.
Ansonsten, was haben wir hier? Alkohol, ja. Population, sie steigt noch. Das ist gut, solange sie nicht fällt, ist es eigentlich ganz in Ordnung. Irgendwo ist ein Häuslein fertig geworden. Zwei Arbeiter weniger. Wir haben jetzt gerade 130 arbeitslose Arbeiter. Hier hinten ist noch nicht viel passiert. Gut, das dauert immer ein bisschen, weil natürlich die Sachen von weit, weit her weggeholt werden müssen. Dann ist natürlich klar, dass das alles ein wenig dauert. Aber das ist, da sehe ich erstmal kein großes Problem, muss ich sagen. Ja, hier oben, da wollte ich noch ein Forester Lodge hinbauen. Wo haben wir sie denn? Die Forester Lodge ist hier. Hier in dem Gebiet wollte ich gerne die Forester Lodges haben. Ich glaube, hier hatte ich das gesagt, dass es abbauen soll, oder hatte ich das nicht gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn ich hier die Gatherers Hut ansehe, doch, da wird abgebaut. Okay. Dann hier oben in irgendeiner Art und Weise soll dann eine Forester Lodge entstehen. Eventuell, ach, die überlappt einfach ein bisschen mit dem wunderschönen Market hier. Das stört doch keinen, wenn das hier so ein bisschen wohl, ne? So, hier so, in der Art. Könnte man es auch machen. Da habe ich zwar da hinten noch so ein Fleckchen, das überhaupt nicht benutzt wird, aber da finden wir auch noch was Passendes. Dann bauen wir es hier hin. Eins und Rotation ist zwei. Zwei kleine Forester Lodges, die hier entstehen. Gut. Damit die hier oben nicht so weit laufen müssen, um ihr Zeug zu holen. Da oben finden wir auch noch was, was wir da hinbauen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir da nicht finden, was es da hin soll. Das passt schon. So. Es ist echt ungewohnt, dass es jetzt auf einmal wieder so langsam läuft. Aber das stört mich gar nicht. Das soll mich nicht stören. Was ist da los? Da kann ich keinen Weg bauen. Nee, da kann ich keinen Weg bauen. Da ist anscheinend ein Berg. Ich sehe da zwar keinen, aber da ist ein Berg. So, der Tunnel. Ist er fertig? Nee, Tunnel wird immer noch gebaut. Wie lange braucht denn für so einen Tunnel? So schwer kann es doch nicht sein, da einen Tunnel hinzustellen. Also ganz ehrlich. Ihr enttäuscht mich ein wenig. Hier werden die Felder fertig. Die können wir dann hier nochmal runterlaufen. So, oh ja, jetzt geht's hier rund. Rund geht's hier jetzt. Da fehlen jetzt natürlich auch noch die Wege hier. Die ganze... So... Und so fehlt hier noch ein Weg. Da fehlt noch ein Weg. Ganz, ganz viele Wege können wir hier noch bauen. So, und hier noch einmal. Genauso wie hier. Ganz, ganz viele Wege. Da und da entlang. Schön. So ist es doch gut. So, wir haben Late Summer. Und hier nehmen die Sachen Gestalt an. Während wir hier immer wieder viel zu viele Bilder haben. Es geht jetzt anscheinend doch langsam voran. Hier entstehen überall ein paar Häuser. Hier entsteht was. Ja, die Leute kümmern sich. Die Leute arbeiten. So muss das sein. Hier wird fleißig Fisch geholt. Ich könnte noch mal ein paar Meier Storage Barns anbauen lassen. Das wäre eine Überlegung wert. Aber erstmal sieht das hier schön aus. Ich bin ja begeistert. Wenn das hier nicht so... Was wird da gebaut? Pepper. Ja, es wird schon fast abgebaut. Hier, was ist denn hier los? Wieso dauert das hier so lange? Was ist denn los? Darf doch nicht wahr sein hier. Freunde der Nacht. Die haben sich schon fast wieder komplett regeneriert. Ja, läuft doch. Jetzt will ich nochmal kurz schauen, ob wir genug Leder haben oder ob wir wieder in deine Lederknappheit reinrennen. Leder, wo haben wir es denn? 1000, oh ja, 1400 Leder, damit kann man arbeiten. So, die Kapelle ist fertig. Hier geht 6 runter. So. Ja, was für ein Riesenareal wir jetzt hier gerade bebauen. Das ist ja heftig. Hier können wir auch nochmal komplett das Ding zubauen. Das wird auch nochmal ein bisschen eine schöne Zeit. Ja, da könnte man hier irgendwo mal eine Brücke rüberbauen. In dem Bereich hier. So. Das machen wir aber später, wenn es dann soweit ist. Genauso werden hier dann noch ein paar Brücken entstehen. Wenn es denn geht.
Ach ja, hier hatte ich ja gesagt, die sollen das hier freiräumen, damit ich hier noch ein paar Häuser bauen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es wirklich machen soll. Naja, mal schauen. Die Hunting Cabin ist fertig. 1, 2, 3, neue Hunter. Hunter, Hunter, Hunter. Wo haben wir sie denn? Jo, 27 von 27. Es ist fertig geworden. Gut. Jetzt fehlen hier noch die Leute. Es fehlt noch der Tunnel, der hier langsam auch mal fertig werden darf. Während die Leute hier in den Wald gehen und die Bäume hacken, die Steine raushacken. Super, Pupa. Hier wird's auch. Ja, es nimmt Gestalt an. Ist das nicht schön? Da gibt es dann nochmal einen Hunter. Ja, also Leder kriegen wir jetzt erstmal genug. Da haben wir für gesorgt. Ich glaube auch mit den Schafen ist es auch vollkommen ausreichend. Ja, sieht alles wunderbar aus. Es ist Early Autumn. Ja. Ich bin gespannt, wie das hier wird. So, hier haben sie jetzt langsam... Okay, hier haben sie es noch nicht geschafft, die da voll zu bauen. Voll zu packen mit Holz. Ich glaube, das Holzlimit reicht so auch vollkommen aus. Das wäre sonst absolut übertrieben. Hier, ja gut, da packt er das Holz jetzt immer dahin. Das ist blöd, wenn es hier gebraucht wird. Das war nicht so... Obwohl, nee, hier liegt auch eine ganze Menge Holz. Das hier dann verarbeitet wird. Doch, 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 doch. Hier hat er 344 produziert. Super. Der Tunnel, das Schoolhaus, alles nimmt Gestalt an. Hier ist nochmal ein Feld fertig geworden, vermutlich. Super. Das Schoolhaus, komm, bau es. Schoolhaus oder Tunnel, was wird eher fertig? Ich sage das Schoolhaus. Weil hier ist gerade keiner am Arbeiten. Wenn man, auch wenn es sich irgendwie so anhört, dass hier gearbeitet wird. Ah ne, hier unten wird gearbeitet. Ja, die Leute wohnen noch etwas weit weg. Die Leute wohnen noch nicht hier in der Gegend und deshalb ist es noch nicht so weit. Aber ja, das Schoolhaus überholt gerade den Tunnel. Wie ich es prognostiziert habe. Und da ist das Schoolhaus fertig. So, jetzt haben wir Platz für 200 Schüler. War auch knapp genug. Wir haben 178 momentan. Das ist knapp geworden. Das wäre knapp geworden. Jetzt haben wir es hier. Ja, 99% educated. Die 100% haben wir noch nicht geschafft. 1100 Blub Citizens. Wir haben allerdings Platz für 1400. Das passt. Das passt wunderbar. Hier in diesem Bereich könnten wir auch nochmal ein Hospital bauen. So. Damit hier die Versorgung auch gewährleistet ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier geht's rund. Hier geht's nicht mehr ganz so sehr. Jetzt ist wieder fein. Piano. Mit der verlangsamten Geschwindigkeit. Kommt, Leute, baut mir den Tunnel. Ja. Hier, oh ja, hier ist schon wieder ordentlich was eingelagert worden. Das läuft doch alles. Ach ja, ach ja, ach ja. Hier kann man auch irgendwo ein paar Minen hinsetzen. Also Platz ist hier eindeutig genug. Aber die Karte ist bald voll. Ich bin begeistert. Wie sieht es hier eigentlich aus? 11% remaining. Wie sieht's hier aus? 9% remaining, okay. Also unsere... Wie viel haben wir? Wir haben vier Steinbrüche momentan. Der hat noch 52%. Der hier oben, der ist noch relativ frisch mit 96%. Also Steine gibt's momentan. Das Steinlimit ist bei 3000, wenn ich es richtig habe, genau. Ja, Steine gibt es genug, aber hier werden die Steine natürlich auch gebraucht, um dann hier auch die Sachen zu bauen. Das ist natürlich auch ein Faktor. Ich könnte hier noch ein Ding mehr hinbauen, für die, wenn dann hier gebaut wird. Das werde ich auch machen. Ja, das mache ich jetzt einfach mal hier. Hier setze ich noch einen schönen Quarry hin. Hier so. Sehr viel mehr Platz ist da eh nicht. Ich baue ihn einfach so in der Orientierung hier rein. Da kommt da noch ein kleiner Stockpile kommt hier noch mit hin. Und dann wird der Rest einfach mit Häusern vollgebaut. So, ein Stockpile. Da geht er nicht, da wird er gehen. So.
Wenn man hier 10 mal 5 machen, 10 mal 10. Das ist ein schöner Stockpile, der da hin kann. So. Und den Rest packe ich mit Häusern voll. Weil es so schön ist. So. Einfach hier anschließend 1, 2. Hier unten noch ein paar Häuser. 1, 2, 3. Da passt kein Haus mehr, aber hier 1. Und dann geht's hier weiter. Mit einem Abstand. So. Und hier und hier. Was? Move? So. Und da passt schon kein Haus mehr hin. Okay, das sind nochmal 8 Häuser. 10 sogar. Ja, das passt. So. Klack. 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 Das weg. Das weg. Das weg. Und das weg. Der Tunnel ist fertig. Endlich. Hat auch lange genug gedauert. So, haben wir hier auch schon wieder alles geplant. Meine Güte, Andrena im Planefieber. Ich glaube aber, nach diesem Banished-Spiel werde ich erstmal was anderes spielen. Also nach Banished werde ich erstmal was anderes spielen als eine Aufbausimulation. Ich wollte vielleicht auch mal die Tropico-Reihe let's playen. Das könnte auch passieren. Tropico 4 habe ich schon. Tropico 5 fehlt noch. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt in der nächsten Folge wieder. Die Folge ist schon wieder 20 Minuten lang. Wir sehen uns. Bis dahin.